O Herr, ich wollte, ich wäre ein Mensch nach deinem allerliebsten Willen. So betet Albertus Magnus, den die Kirche heute feiert. O Herr, ich wollte, ich wäre ein Mensch nach deinem allerliebsten Willen. So betet ein Universalgelehrter seiner Zeit, in einer Zeit, in der das noch möglich war. Naturwissenschaftlich, theologisch, philosophisch, in jeder Beziehung umfassend gebildet, und zwar so sehr, dass er seiner Umgebung Angst macht. Das hat wahre Bildung, wenn sie sich denn an Menschen findet, immer auch an sich, dass sie anderen Angst macht. Wenn wir ihn heute als Heiligen feiern und verehren, liebe Schwestern und Brüder, scheint das doch gelungen zu sein, dass er ein Mensch nach dem allerliebsten Willen des Herrn war. Dabei war ihm kein Denkweg zu schwer und keine Sache, ihr auf den Grund zu gehen, zu entfernt. Warum können wir einen solchen Menschen als Heiligen verehren? Natürlich war der auch fromm, aber es gibt viele, die fromm sind. Aber genau in dieser Kombination. Ich denke, wir können es am Evangelium ablesen. An diesem neugierigen Zachäus. Denn bei all den verschlungenen Wegen, auch mit den diversen Ämtern, die er hatte, inklusive Bischof von Regensburg zu sein, wider seinen Willen, es auf Befehl des Papstes annehmen zu müssen und dann trotzdem nach einer Zeit einen Weg zu finden, dort wieder wegzugehen und zu resignieren, um sich weiter der Wissenschaft zu widmen in Köln. Auf all diesen verschlungenen und zunächst vom Frommsein entfernten Wegen hat er Jesus nie aus den Augen verloren. Hat er gewusst, was er auch sagt. Wer sich mit göttlichen Dingen beschäftigt, wird nach ihrem Bild gestaltet. Das Göttliche, Gott, Christus, nie aus den Augen verloren. Wir machen heute daraus einen Riesengegensatz. Je mehr man sich mit Wissenschaft beschäftigt, desto mehr entfernt man sich von Gott. Weil das ist was für die Blöden, für die, die ein bisschen naiv sind, für die, die eben fromm sein wollen. Aber den Zusammenhang zu sehen, dass wer tiefer in die Geheimnisse dieser Welt eindringt, wer nach der Schöpfung fragt, auch nach den entlegensten Geheimnissen, die sie nach und nach preisgibt oder auch nicht, den Schöpfer im Blick zu haben, und ihn darin zu suchen. Albertus wusste das. Das ist die große Gefährdung heute. Und zwar für die ganze Spannbreite in der Kirche. Es gibt die einen, die sagen, wir wissen doch, worum es geht. Wir brauchen nichts zu erforschen. Wir brauchen keine neuen Wege. Wir mauern uns in unserem schönen, kleinen, rechtgläubigen Ghetto ein. Das war nie der Weg der Kirche. Es war nicht der Weg der Kirchenväter, es war nicht der Weg des Mittelalters, es war nicht der Weg der Heiligen. Wenn Zachäus so gedacht hätte, hätte sein Haus noch heute kein Heil erfahren. Er wäre niemals aus Neugierde auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen. Es braucht schon ein Risiko, auch zu gehen. Aber damit sind wir beim anderen Extrem. Das ist heute ein großes Schlagwort. Da findet man sofort in allen kirchlichen Etagen Begeisterung. Neue Wege gehen, neue Orte aufsuchen. Gut, aber um was zu tun? Manche verlieren sich darin und sagen, oh, die neuen Wege und die neuen Orte, die sind das Ziel. Und sie verlieren das eigentliche Ziel, Christus, aus dem Auge. Dass sie sich weiterhin mit göttlichen Dingen beschäftigen, um von ihnen geprägt zu werden, um überhaupt Gottes Handschrift an den vielen, auch entlegenen Orten zu erkennen. Zachäus und Albert sind wichtige Korrektive, sind Menschen, die uns helfen, auf das Wesentliche zu schauen und uns nicht einzumauern in einem Ghetto, das ist immer falsch, oder sich zu verlieren in zwanghaft neuen Wegen, die nirgendwo hinführen. Hören wir noch einmal diese Sätze des Albertus.
O Herr, ich wollte, ich wäre ein Mensch nach deinem allerliebsten Willen. Wer sich mit göttlichen Dingen beschäftigt, wird nach ihrem Bild gestaltet.